Kurz informiert mit Isabel Grünewald und das sind die Schlagzeilen. Kein G20-Staat beim Klimaschutz auf Kurs. Datenleck bei Online-Comic-Editor Tundu. Finanzregulierer überprüft Frauendiskriminierung bei der Apple Card und Facebook und YouTube gegen Whistleblower-Identifizierung. Die G20-Staaten tun einer internationalen Untersuchung zufolge weiterhin zu wenig, um die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Der Treibhausgasausstoß der 19 Industrie- und Schwellenländer und der Europäischen Union steige weiter, heißt es im Brown-to-Green-Report, den das Netzwerk Climate Transparency 3 Wochen vor Beginn der UN-Klimakonferenz in Madrid veröffentlichte. Die führenden Industrie- und Schwellenländer der G20 sind für 80% des Treibhausgasausstoßes verantwortlich. Deutschland schneidet vor allem in den Bereichen Verkehr und Gebäude nicht gut ab. Bei Tundu, einem Online-Editor, der das Erstellen von Comicstrips per Mausklick ermöglicht, gab es ein Datenleck. Wie der Passwortprüfdienst Have I Been Pwned mitteilte, haben Unbekannte im August dieses Jahres auf die Nutzerdatenbank der Online-Plattform zugegriffen. Kopiert wurden Datensätze von etwa 6 Millionen Tundu-Nutzern, bestehend aus E-Mail-Adressen, Benutzernamen, Geschlecht, Wohnort sowie Passwörtern als Sorted Hashes. Apple und seinem Bankpartner Goldman Sachs wird Geschlechterdiskriminierung bei der Ausgabe des Kreditkartenprodukts Apple Card vorgeworfen. Die Finanzregulierungsbehörde des US-Bundesstaates New York hat deshalb eine Untersuchung eingeleitet. Zuvor hatte es verschiedene Tweets mit Hinweisen gegeben, dass die Kreditrahmen von Frauen bei der Apple Card signifikant geringer ausfallen als bei Männern. Facebook und YouTube wollen Beiträge von den eigenen Portalen entfernen, in denen die angebliche Identität des Whistleblowers enttarnt wird, dessen Enthüllungen die Untersuchung zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump ausgelöst haben. Die Internetdienste reagieren damit auf Versuche aus Richtung von Trump-Anhängern, den anonymen Informanten ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren. Ob die dabei immer wieder genannte Person überhaupt der Whistleblower ist, ist jedoch unklar. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.